Hallo Jutabis, sind das nicht gruselige Hände? Nein? Gut, dann sind wir immer noch hier, wo die Gruselfiguren sind. Willkommen bei Let's Play Among the Sleep, Folge 6. Ich trinke seit 30 Minuten denselben halbkalten Cappuccino. Dingsbums. Hier war die Gruselfigur, also bin ich hier wahrscheinlich richtig. Alte Regel, immer dem Licht folgen. Und mein Bildschirm ist schwarz, danke. Jetzt geht's weiter. Ehrlich, ich brauche diese Jumpscare und Lautstärke-Dinger echt nicht. Ich könnte auch ohne damit leben. Ohne dem, meine Güte. Sprechen schwierig, wenn krank und so. Geht's auch noch irgendwo weiter, oder? Muss ich jetzt wieder raten. Nee. Ich nicht mögen, tu Geräuschkulisse. Gut, wieder zurück dahin. Boah, meine Ohren. Ist wirklich nur dezent laut. Daddy. Teddy hält mich wahr. Oh, meine Güte. Was sind das hier für ein Irrgarten? Ja, wir wissen es. Es ist laut hier. Ihr müsst es nicht obligatorisch durchspielen. Sag mal, sind die Bäume jetzt hier schräg gewachsen oder was soll das? Na, ich würde jetzt nämlich wirklich gerne das Puzzleteil abgeben. Wenn das möglich wäre. Guck mal, ich bin auch ganz lieber, Junge. Ui, guck mal, ein Globus. Kann ich damit spielen? Och, Menno. Das ist gemein. Jetzt haben sie einen Globus und dann kann ich nicht mal damit spielen. Das missfällt mir. Wir haben unser Puzzleteil, ne? Also kann es das egal sein. Gehen wir wieder zurück. Falls wir überhaupt zurückkommen. Überhaupt keine Ahnung. Vielleicht sind wir falsch, aber... Aha, speichern. Das ist ein gutes Zeichen. Hoffe ich. Vielleicht kommt gleich eine Hand und greift uns. Das braucht es jetzt hier wirklich nicht, ganz ehrlich. Definitiv braucht es das nicht. Kurze Frage. Wo genau komme ich hier wieder hoch? Das speichert einfach bloß so random, oder? Ich kann mich hier definitiv nirgendwo hochziehen. Ich will nicht den ganzen Weg nochmal laufen. Och, Menno. Und nochmal. Kann man nie oft genug laufen, so eine Wege. Aber immerhin, irgendwann haben wir sie dann alle mal durch. In diesem imaginären Open World hier. Brunnen, Brunnen, Brunnen. Weg, Weg, Weg. Gibt es überhaupt sowas wie Game Over hier? Außer wenn ich ins Wasser falle. Was mir natürlich nie passieren würde, ne? Gehen wir mal hier durch, mal was wir noch nie gemacht haben. Ich wollte gerade wirklich Looter-mäßig jeden Pilz mitnehmen. Könnt ihr die Alchemie-Skills hochtreiben und so. Ihr wisst ja, wie das ist. Ach, da geht's lang. Wow, ich war so erschrocken, dass ich nicht mal erschrocken bin. Aber mein Herzschlag möchte ich jetzt nicht wissen. Ich glaube, der ist gerade langsamer geworden. Das ist ein ungutes Zeichen. Was? Was soll das? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Ich weiß, grausige Figur und so, aber ging es nicht darum, dass ich da langlaufe? Musste ich da nur so schnell wie möglich aufmachen, oder? Das habe ich jetzt verpasst.
In welche Richtung laufe ich gerade? Ich habe keine Ahnung. Wir werden es gleich nochmal erleben. Zack, draufsteigen. Zack, draufsteigen und ganz schnell Tab, damit wir vor der Figur weglaufen können. Dankeschön. Und krabbeln, 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 dass der Arzt kommt. Und nicht nach hinten gucken. Auch nicht zu Tentakelmonstern im Wasser. Nein, ich will's nicht wissen. Ich will's gar nicht wissen, was das war. Ich will es nicht wissen. Hoch hier. Ich will ja nur noch schnell weg. Mach auf hier die Bude. Mach auf. Es speichert und das werden wir jetzt als gutes Zeichen wiedersehen. Tschüss. Kommt das nächste Kronleuchter vom Himmel oder was? Also ernsthaft, wenn man vor Angst plötzlich nicht mal erschrecken kann. Gut, nicht, dass es nicht zu erwarten gewesen wäre, was da passiert, aber musste das so deutlich passieren? So, ich bestehe darauf, dass das jetzt aufhört hier. Ich will hier raus, ich will kein Puzzle mehr. Nie wieder. Will ich puzzeln, puzzeln, doof. Echt. Sieht aus wie Robby. Den hatten wir schon. Verzeihung. Wo sind wir denn jetzt schon wieder? So, jetzt muss ich dauerhaft vor der Figur wegrennen oder was? Also mit Action-Adventure-Einlagen hatte ich ja eigentlich nie gerechnet. Leute, ich bin krank, das macht mein Herz nicht mit. Besonders den Teil mit meinem Herz meinte ich ernst. Ich gehe zum Licht. Tschüss. Licht ist ein gutes Zeichen. Ciao. Ich interpretiere Licht einfach als Fortschritt. Ohne erdenklichen Grund. Wer denkt sich nur solche Spiele aus? Ihr seid krank. Bastarde. Nein, geh weg. Hast mich nicht gesehen. Boah, meine Ohren. Meine Ohren. Bestimmt geskriptete Events, wo die langlaufen, die Viecher. Dinger. Mütter, ich weiß nicht, was das ist. Hat lange Haare, ich identifiziere es als sofort als Mama. Fertig. Mama gruselig. Nächste. Hier komme ich nicht runter, das ist kein gutes Zeichen. Licht, Licht. Da vorne hat das Licht auf, also gehen wir sofort hier drunter.
Kann ich mal kurz unter das Bett krabbeln? Ich habe Angst. Immer klar. Als ob ich es nie geahnt hätte. Ich könnte glatt Level-Designer sein. Gut, jetzt. Teddy. Teddy. Teddy, mach nicht so einen Lärm. Das ist Teddy, den wir hören. Das bin ich. Das ist Teddy. Ja, das macht mich nie unbedingt erfreut hier. She cried so much that her tears filled the bottom of the well. Das war aber kein Hase, der uns da verfolgt hat. Möchte ich nur mal so nebenbei erwähnen. Bin ich mir verhältnismäßig sicher. Ah, wieder in das leere Rohr reinrollen. Das ist viel sicherer. Psst. Böser Humor. Oh Gott. Oh, we're back. Viele Wege führen in das Rohr hier, wa? Blöder Teddy. Ich glaube immer noch, dass du an all dem schuld bist hier. Das ist eine gute Frage. Das würde mir jetzt nicht als erstes einfallen. Traurig und verzweifelt. Ich würde gleich so ein Ding auftauchen. Hört so. Hey, it's going to be so nice when we're through with all this and we can play together all the time. Das wird sein, ich werde dich in eins von den Dingern reinsperren, damit wir Ruhe haben. Ah, Kindern Märchen vorlesen oder Geschichten, das macht Spaß. Oh, schon das dritte Buch mittlerweile gekauft zum Geschichten vorlesen. Oh Gott, die Maus, das macht mir alle. Ich hab's mit der Maus geschafft, Scribble.io zu spielen. Komm her jetzt hier. Jawohl. Good. Another one down. Listen. We are getting very close to her. I can feel it. Du fühlst eine Menge Dinge. She must be so worried about you. Mhm. Ich bin auch über mich besorgt, das kann ich dir immer sagen. Und mein Herz schon sowieso. Ich will da aber nicht drauf drücken. Ich weiß ganz genau, dass das gefährlich ist. Für meine Nerven. Und mein Blutdruck. Oh Gott. Notiz an mich, nie wieder krank herausspiele. Geh aus dem Weg. Ich werf dich in das vierte Teil rein, da haben wir so Ruhe. Muss ja nicht stimmen. Tun einfach so. Kann ich statt dem Teddy auch einen Fußball mitnehmen? Der hat vielleicht mehr Wert. Teddy jagt mir bloß Angst ein. Ah, wer weiß, wo es jetzt wieder hingeht. Hauptsache, es hat nichts mit Puzzeln zu tun. Ja, toll. Wir sind in einem Keller. Das geht ja gut los. Im dunklen Keller. Eine einzige Lampe. Kann ich da drauf klettern? Ja, kann ich. Ich weiß zwar nicht wieso, aber ich kann's. Schön. Und das hier. Okay. Klar. Einmal mal an den dunklen Schrank.
Na, wer kommt denn gleich, dass wir uns da verstecken müssen? Nicht schon wieder. Wir sind gleich wieder für irgendwas zu langsam und dann... Und was sind das hier? Blutspuren? Ich, woher weiß ein Kind, was Blutspuren sind? Hier sollte ich nicht runterfallen, oder? Ich nehme es zumindest mal an. Dass ich da nicht runterfallen sollte. Also sollte ich hier wieder raufklettern. Und zwar schleunigst. Dann sollte ich irgendwie da rüberkommen. Wir achten da Musik. Und vor allen Dingen so schlechte. Ich sehe hier nichts, liebe Leute. Ich kann nicht rätseln, wenn ich nichts sehe. Das ist doof. Ich kann euch schon mal mit Send sagen, dass das nichts mit der Bildschirmauflösung zu tun hat. Ja, Skalierung oder sowas. Ich würde gerne darüber, aber ich weiß nicht wie. Vielleicht brauche ich noch mehr Kisten. Ich weiß, ihr habt das schon 100 Mal durchgespielt. Ihr wisst, wie das geht. Etc. Alles klar. Wir haben es verstanden. Danke, danke, danke. Ich aber nicht. Ich schleppe hier zum ersten Mal Kisten. Als Zweijähriger schon solche Arbeit. Macht ihr das erstmal? Ist ja noch ein Tier. Teddy macht dich nützlich. Mach mal ein bisschen Licht. Kleine Kind kriegt Angst hier. Und ich auch. Jetzt klemmt auch noch die Tastatur hier gerade. Ist ja schlimmer als bei Dishonored. Und Dishonored war nicht so gruselig, möchte ich mal an der Stelle festhalten. Es ist halt leichter, wenn man selbst die Bedrohung ist. Ich sollte das nicht machen. Ja, gut. Klar, was sonst? Das ist vollkommen natürlich. Vollkommen normal, natürlich und erklärlich. Jetzt schon wieder. Hallo? Das Geräusch von öffnenden und schließenden Türen finde ich jetzt nicht unbedingt sympathisch. Kombiniert mit dem, ich sehe nichts. Das ist Teddy, der dort so stöhnt. Ich bin das nicht. Ich bin nicht ängstlich. Wer lässt den Kindern so einem Ort spielen, jetzt mal im Ernst? Mit Spinnweben und Rotlichtlampen. Und das Kind hier im Bordell, oder was? Jetzt wird's zum Klischee hier, oder was? Primark! Ja, nee, ist klar, ne? Wenn ihr denkt, dass ich da durchgehe, dann liegt ihr vollkommen richtig. Erstmal die Umgebung scouten. Irgendwas passiert doch jetzt, oder? Ich meine, außer dass man Herzschlag gleich nachlässt.
Es ist schön. Und nun passiert was genau? Ich will raus. Teddy, du passt auf mich auf, ja? Gut. Denk dran, du hast Pflichten. Ist die Folge schon zu Ende? Jetzt kommt Splatter-Horror oder was? Hast du das gesehen, Teddy? Wo sind wir hier? Auf dem Dachboden? Bei den Geißens zu Hause. Jetzt weiß ich endlich, wo wir sind. Entschuldigung. Surrealer Dachboden. Ganz klar bei den Geißens. Ja, toll. Noch ein bisschen Blumen und Blendeffekt im Hintergrund. Das hätte ich vielleicht ausstellen sollen. Warum habe ich es nicht? Ist die goldene Frage. Sofort wieder ein Teddy anmachen, ja. Teddy, hör auf hier mit dem Scheiß. Du bleibst an. Super. Das war dunkel, da will ich nie lang. Bilder habe ich jetzt auch genug gesehen. Teddy ist so dunkel auf einmal. Warum ist es... Was genau habe ich jetzt verpasst? Und wieso? Ich bin jetzt etwas verwirrt. Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Und nochmal klettern, 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 klettern. Da hinten gehe ich jetzt nochmal hin im Schnellakkord. Das will ich jetzt wissen. Zack, 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 kletter, kletter, kletter. Kommt, mach mal hin hier. Wir haben alles gesehen. Da ist ein Musikspielohr. Danke, weiter hoch. Quatsch, nicht hoch. Laufen, laufen. Direkt auf den Horror zulaufen. Aha. Ein Bild war nämlich hier, wusste ich es doch. Und ein Zeichenstift, der wichtige. Und da ging das Licht aus, deswegen. Ich darf halt nicht im Dunkeln sein so lange. Oder generell überhaupt nicht. Macht man nicht hier so einen Lärm? Die ist bei mir. Kann nichts passieren. Ich habe einen Teddy und wer bist du? Hast du Angst? Dann sing dazu ein Lied. Oh ja, zwischen diesen Mänteln. Wer hat denn so viele Mäntel, bitte? Ich komme nicht mehr raus. Ich bugge fest. Ist ja alles schon gut, aber ich bugge ja gerade fest. Hallo. Ich habe da ein Problem, liebe Level-Designer. Ich bugge. Gut, jetzt wissen wir zumindest, dass wir hier beenden sollten. Gruselig genug war's. Vor allem für meine Nerven. Bis dahin, ich nehme nicht nochmal auf heute. Ich glaube, ich falle jetzt gleich um. Bis dahin, Xenout.